Schnell mal eine Leberkässemmel vom Supermarkt. Die Mittagspause nur 30 Minuten. Für gesunde Ernährung bleibt oft wenig Zeit. Der Stress kann langfristig zu einem Gesundheitsrisiko werden. Eine neue App soll das jetzt ändern, der sogenannte Appetizer. Starten tut das ganze Appetizer-Programm mit einem Kick-Off-Workshop. Gibt es Kochworkshops, gibt es Vorträge, gibt es gemeinsames Einkaufen zum Beispiel. Und parallel dazu gibt es die Apps, die immer wieder, eigentlich fast täglich oder alle paar Tage, die Teilnehmer noch mehr motiviert, noch mehr anfeuert mit Aufgaben, mit Challenges, damit sie das Wissen, das sie aufgebaut haben, in den Vorträgen auch laufend verwenden müssen. Und das soll auch Spaß machen. Dafür sorgen Wettbewerbe, die Mitarbeiter im Team oder alleine lösen. Das heißt, die Teilnehmer werden zumindest alle paar Tage aufgefordert, dass sie sich beschäftigen mit ihrer Ernährung, mit ihrer Lebensweise eigentlich sogar. Und so und für diese Challenges, für diese Aufgaben gibt es Punkte, wenn man die meistert. Und so gibt es dann auch ein Ranking und es gibt dann einen Gewinner am Ende des Tages. Das Besondere, die Online- und Offline-Verbindung. Insgesamt dauert das Programm ein halbes Jahr. Offline gibt es einen Ernährungsvortrag, zwei Kochworkshops und einmal einen Stationenbetrieb. Online finden die wöchentlichen Challenges statt, zudem gibt es einfache und gesunde Rezepte. Wir haben auch in die Kochworkshops eben gezeigt, dass man sich ja super eine Kleinigkeit vom Vortag mitnehmen kann oder zum Beispiel einen Salat oder im Winter Suppe im Glas vorbereiten kann. Australische und spanische Forscher haben tausende Arbeitskräfte über Jahre beobachtet und herausgefunden, wer sich mit frischem Gemüse, Obst, Fisch und Vollkorn ernährt, hat ein geringeres Risiko an einer Depression zu erkranken. Jeder Euro, den ein Unternehmen in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert, ist ein guter investierter Euro. Ein einfaches App mit Challenges, wo man auch gegeneinander antreten kann, mit Rezepten, mit dem, was man isst, zur Kontrolle und auch zum Vergleichen. Das sind Dinge, die Spaß machen. Mit 60.000 Euro wurde die Appetizer-App vom Land Oberösterreich gemeinsam mit der Standortagentur Oberösterreich Business Upper Austria gefördert. Ein Jahr lang wurde bei der Firma iPunkt getestet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns im Unternehmen waren anfangs ein bisschen skeptisch, wie das Ganze jetzt aussehen wird, wie die Workshops sie auch gestalten werden, waren aber eben wirklich schlussendlich im Laufe des Projektes begeistert von dem, was auch alles passiert ist, was umgesetzt worden ist. Wir haben eben sehr viele fachliche Inputs im Zuge von Vorträgen und Workshops bekommen, haben das Ganze sehr spielerisch beim Kochen umsetzen können und eben in Kombination mit dieser Online-App war das eben die perfekte Ergänzung, weil dadurch eben auch das Wissen nachhaltig gefestigt werden konnte. Die Appetizer-App, ein Weg zu gesünderer Ernährung. Damit können die Leberkässemmeln in den Büros schon bald weniger werden.